Hallo zusammen. Nun mitgeteilt gehabt, dass Atatürk eine Rede gehalten hatte, und zwar Gründung der Türkischen Republik. Und ich habe mir diese Rede mal angeschaut und sie dann auch ins Deutsche übersetzt. Die Übersetzung ist Interpart. Und wenn da Fehler sein sollten, kann man mir ja mitteilen. Aber ich werde diese Rede für euch vortragen, denn es gibt dafür keine Bandaufzeichnung oder irgendetwas anderes. Jedenfalls ist es mir nicht bekannt. Und ich möchte ganz besonders hier Deutsche ansprechen und ganz besonders die hier groß gewordenen deutschen oder türkischsprachige Kinder und oder die hier groß geworden sind. Jugendliche, Teenies und Erwachsene, die vielleicht ganz vergessen haben, was das alles seinerzeit war. Und bei der totalen negativen Propaganda und mit vielen Fakes und Lügenberichten über Mustafa Kemal Pascha gegen Atatürk, dass viele mal wissen, was war das für eine Rede, die er bei der Gründung der Türkischen Republik kurz durchgeführt hat. Und zwar in der großen türkischen Nationalversammlung. Hier die Worte, bitte, am 29. Oktober 1923. Wie folgt: Liebe Freunde, angesichts wichtiger und außergewöhnlicher Ereignisse in der ganzen Welt hat die Sonderkommission, die zur Klärung einiger Artikel des Gesetzes über die Organisation der Verfassung, die ein wertvolles Dokument für die wirkliche Wirksamkeit und das Bewusstsein unserer geschätzten Nation ist, eingesetzt wurde, das Wesen des Staates Türkei, der bereits der ganzen Welt bekannt ist und bekannt sein sollte, mit seinem internationalen Namen benannt. Es ist eine natürliche Notwendigkeit davon, dass Sie diese Aufgabe Ihrem Freund anvertrauen, den Sie bis heute unmittelbar als Vorsitzenden des Parlaments bekleidet haben, demselben Freund, diesem hilflosen Freund mit dem Titel eines Präsidenten. Bei dieser Gelegenheit beweist du deine hohe Würdigkeit, indem du mir noch einmal die Liebe, Aufrichtigkeit und das Vertrauen zeigst, das du mir bisher entgegengebracht hast. Dafür möchte ich Ihrem verehrten Komitee meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Meine Herren, unsere Nation, die türkische Nation, die jahrhundertelang im Osten Ungerechtigkeit und Unterdrückung ausgesetzt war, glaubte man der hohen Fähigkeiten beraubt, die sie eigentlich durch erbliche Abstammung besaß. Die Fähigkeit, das Können und das Verständnis, das unsere Nation in den letzten Jahren tatsächlich gezeigt hat, haben sehr gut bewiesen, wie achtlos und weit davon entfernt sind, die Wahrheit zu sehen. Dass Menschen, die schlecht über sich selbst denken, sind. Unsere Nation wird mit dem neuen Namen der Regierung viel leichter in der Lage sein, der Welt, der Zivilisation ihre inhärenten Qualitäten und Werte zu zeigen. Die Republik Türkei wird mit ihren Werken beweisen, dass sie den Platz verdient, den sie unter den Staaten der Welt einnimmt. Freunde, der Sieg der türkischen Nation, die dieses hohe Regime in den letzten 4 Jahren geschaffen hat, wird sich in der Zukunft noch einige Male manifestieren. Und das Vertrauen, das ich mir erworben habe, würdig zu sein, bin ich verpflichtet, an einer Stelle, die ich für sehr wichtig halte, ein Bedürfnis vorzubringen. Dieses Bedürfnis ist die Fortsetzung der Liebe, des Vertrauens und der Unterstützung, die Ihr großes Komitee mir gegenüber gezeigt hat. Nur so und mit Gottes Hilfe kann ich hoffen, dass ich die Aufgaben, die Sie mir übertragen haben und die Sie mir nach besten Kräften geben werden, erfüllen kann. Ich werde immer
arbeiten, indem ich mir aufrichtig und fest an die Hände meiner geschätzten Freunde klammere und mich nicht einen Augenblick lang als weit entfernt von ihren Persönlichkeiten sehe. Wir werden immer gemeinsam voranschreiten und uns auf die Liebe und das Vertrauen der Nation verlassen. Die Republik Türkei wird glücklich, erfolgreich und siegreich sein. Mustafa Kemal Pascha, 29.10.1923 vor dem großen türkischen Nationalversammlung. Das war seine kurze Rede. Man hatte eigentlich eine längere erwartet. Aber später sagte Mustafa Kemal Pascha, dass er gesundheitliche Probleme hatte, länger durchzuführen. Dies hatte er dann nachgeholt, indem er sein Türkisch vorgetragen hat, die 3 Tage gedauert hat. Indem er im Parlament darauf hingewiesen hat, wie diese Republik seinerzeit aufgebaut wurde. Aber an dem Tag war er kurz und bündig und hatte der Nation darauf hingewiesen, wohin der Weg gehen wird.